Ein Fanfilm von Ostfriesland Filmstudio. Die Geschichte des einen Rings und des Ringträgers. Moin, ich bin Stefan Thien, Produzent, Regisseur, Kameramann, Cutter und vieles mehr bei dem Film Die Geschichte eines leidenden Hobbits. Ein Herr der Ringe-Fanfilm. Man nennt mich im Team und auch anderswo, wo ich mit meinem Filmteam und ähnlichem auftauche oder filmisch unterwegs bin, auch tatsächlich Master Chief. So ein kleiner Spitzname. Man gewöhnt sich dran und man denkt sich immer wieder, man sollte mal einen Film mit und über den Master Chief machen. Fans werden wir jetzt wissen, was das sein könnte. Aber nun zu dem Projekt. Die Geschichte eines leidenden Hobbits. Ein Herr der Ringe-Fanfilm. Auch für mich war dieser Film eine lange, fröhliche, aber manchmal auch beschwerliche Reise. Beschwerlich war es erstmal, meine Frau, die Drehbuchautorin, endlich dahin zu bringen, ihre genialen Ideen aufs Papier zu bringen, dass ich sie anderen Leuten auch verständlich machen konnte. Das war dann irgendwann Gott sei Dank endlich geschafft und wir hatten ein Drehbuch, das sie tatsächlich aber auch in 2 Tagen geschrieben hat. Nachdem sie dann vorher erstmal sich wunderbare Lektüre über Drehbuchschreiben von Sid Field angelesen hat. Ja, diese Lektüre von Sid Field begleitet mich tatsächlich selber schon seit über 20 Jahren und ist, glaube ich, immer noch eine der führenden Lektüren übers Drehbuchschreiben. Vielleicht gibt es ja mittlerweile aktuellere. Wenn ihr das wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Nun gut, das Drehbuch war fertig im November 2022. Und da ich meine Versprechen halte und meine Frau immer gesagt hat, wenn ich das schreibe, musst du es auch verfilmen, habe ich mich da am Rande gemacht an die Organisation. Ich habe angefangen, mir Locations zu suchen. Ich habe angefangen, Requisiten zu besorgen und vieles mehr. Ja, und man ist des Öfteren positiv überrascht worden auf die Reaktion, wenn man auf die Leute zugegangen ist und gesagt hat, das und das möchten wir machen, aber wir sind eine No-Budget-Produktion. Welche Möglichkeiten haben wir? So kam es zum Beispiel, dass uns die Firma Kostümpalast etliches an Perücken für unsere Darsteller kostenlos zur Verfügung stellte, dass die Firma Cosplay Sky uns ja, ein Kostüm zur Verfügung stellte, dieses auch vollkommen kostenlos. Oder dass zum Beispiel die Bäckerei Victor Buhr zu uns sagte, okay, wir können euch unterstützen. Ihr könnt bei uns Feierabendbrötchen bekommen. Darüber ist man natürlich dann immer sehr froh, weil selbst wenn es immer nur eine kleine Spende ist, wenn man ohne Budget arbeitet, ja, dann ist jeder Cent, den man woanders unterbringen kann, immer eine willkommene Sache. Bei den Locations gestaltete es sich ähnlich. Ich habe im Jahre 2022 beim Besuch des Festivals Fantasy im Zauberwald eine Hobbit-Dorf-Installation gesehen. Diese war für mich natürlich für diesen Film so von vornherein prädestiniert. Also habe ich den Rhododendron Park in Wiefelstede angeschrieben, den Rhodo Park Hobby, und erhielt auch dort sofort eine Zusage. Die wiesen mich allerdings auch noch darauf hin, dass diese ganze Installation noch jemand anders gehörte und ich mich trotzdem nochmal eben an diese Person wenden sollte, was ich dann natürlich auch tat. Und auch dort stieß ich auf sehr große Begeisterung und dadurch gewannen wir sogar noch ein paar Darsteller hinzu, die wir in dieses Szenario unterbringen konnten. So, dann waren wir also mit den Planungen so grob schon mal durch. Planungen bei so einem Projekt gehen immer fortlaufend weiter, selbst wenn der erste Drehtag gestartet ist, und das war in diesem Fall im März,
Da hatten wir dann den ersten Drehtag. Wir hatten mit dem Wetter so ein Glück, weil es hat die Wochen vorher geregnet und geregnet. Und auch den Tag vorher, wo ich noch meine Ortsbegehung gemacht habe mit Manuela zusammen, war alles auch noch ja, äußerst nass, die Angelegenheit. Aber gut, wir hätten auch im Regen gedreht, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es ist nun mal bei uns auch dann auch der Fall, dass durch dieses nicht vorhandene Budget manche Dinge dann einfach gemacht werden müssen an dem Tag, wo sie dann geplant sind, weil es an einem anderen Tag wieder viel mehr Geld kosten würde oder ähnliches. Wir hatten aber Glück an dem Tag, an unserem Drehtag. Es regnete nicht, allerdings waren die Wiesen immer noch etwas feucht, was tatsächlich zu lustigen Begebenheiten führte. Melanie erwähnte das ja bereits in ihrem Vorstellungsvideo. Sie blieb unter anderem mittendrin auf der Wiese mit ihren Schuhen stecken. Auch eines unserer Hobbit-Kinder, die mitgewirkt haben, rief dann auch einmal irgendwo hinten aus der Ecke: Papa, Papa, Hilfe, steckte das arme Kind auch tatsächlich knietief im Matsche fest. Aber das waren ja alles Begebenheiten, da kann man sich mit anfreunden, da kann man mit arbeiten. Und wir hatten auch an diesem ersten Drehtag schon richtig viel Spaß. Und es war für mich ist an dem ersten Drehtag auch schon erstmal eine gewisse Last abgefallen, weil endlich der Start der ganzen Planungen dann auch zu was Sichtbarem führten. Und das ist ja auch immer vorher immer ein bisschen spannend, wenn man was plant und macht. Bis man dann die erste Klappe schlägt, ist immer erstmal alles relativ vage. Man weiß nicht, wie es aussehen kann, man weiß nicht, ob es funktioniert und so weiter. Und bei der ersten Klappe ist dann erstmal so, jetzt funktioniert erstmal irgendetwas. Ob es gut funktioniert oder nicht, ist immer erstmal hingestellt, aber es passiert jetzt was, was man anfassen kann oder zumindest sehen kann. Weil vorher ist das immer alles so wie in die Luft greifen. Man macht und tut aber und schmeißt alles in einen Topf, aber es kommt noch kein Bild heraus. Am zweiten Drehtag war dann richtig was Spezielles geboten, auch für alle. Das konnten wir durch unsere Crowdfunding-Kampagne finanzieren und hier möchte ich auch nochmal allen danken, die bei der Crowdfunding-Kampagne diverse Talers hinterlassen haben für uns, weil damit haben sie im Grunde den kompletten zweiten Drehtag finanziert. Weil dort sind wir in ein Studio gefahren zum Action- und Bühnenservice von Ralf Cordes nach Haaren an der Ems, der uns mit einer wunderschönen gebauten Landschaft dort unterstützte und auch einem Special Effekt, den ihr im Film dann sehen könnt. Klar ist das immer eine Geschichte, man macht sich Mühe mit Special Effects und nachher sind sie nur ein paar Sekunden im Film zu sehen, aber für uns war es wichtig, tatsächlich so ein visuelles Objekt definitiv auch nochmal zu platzieren, weil Herr der Ringe lebt von Landschaften, von der Stimmung, von dem Geflecht zwischen den Figuren, den Freundschaften, die entstehen und natürlich auch ein bisschen von diesem Fantasy und von diesem Effekt. Und dadurch haben wir uns gesagt, Manuela, ich haben uns gesagt, wir brauchen nach Möglichkeit irgendeinen Effekt, der zeigt, wir sind in einer Fantasiewelt. Und das hat uns Ralf Cordes mit seinem Action- und Bühnenservice tatsächlich ermöglicht. Die weiteren Drehtage verliefen dann auch immer spannend und lustig. Wir hatten sehr viel Freude. Unter anderem haben wir auch, wie schon erwähnt, im Valhalla gedreht, wo wir auch richtig Spaß hatten. Wir haben tatsächlich aber auch ganz simple Drehorte genutzt, wie bei mir im Garten. Dort sind auch Szenen entstanden. Was heißt bei mir im Garten? Natürlich in unserem Garten. Ich wohne hier natürlich mit Manuela zusammen. Ja, und auch haben wir in der Schmiede Werdung gedreht. Und auch da möchten wir dem Markus auch nochmal recht herzlichen Dank sagen. Weil als ich mich auf die Suche nach einer Schmiede gemacht habe, das war so ein Gedanke, der entstand zwischendrin, habe ich nach historischen Schmieden gesucht und schwankte zwischen da und dort. Und ich habe als erstes bei Markus angerufen und Markus sagte, ja klar, wann? Also es war gar keine Frage mehr, ob dies oder jenes, sondern es war nur noch die Frage, wann machen wir das? Also haben wir mit Markus einen Termin gemacht und sind dann zum Dreh gefahren. Markus hatte auch seine helle Freude beim Dreh und ich denke, Markus kann auch sehr gut mit dem Ergebnis leben. Weil
Leider ist sein Handwerk ja ein aussterbendes Handwerk. Das kann er euch aber gerne selber mal erklären, warum das so ist. Weil das würde den Rahmen dieses Videos definitiv sprengen. Glaube ich zumindest. Ja, und tatsächlich ist es dann aber auch so, dass ich während des Drehprozesses, das waren mit Drehtagen, wo auch keine Darsteller da waren, sind insgesamt 12 Drehtage zusammengekommen. Aber während dieses Drehprozesses habe ich Gott sei Dank immer schon wieder so die Szenen schon mal angefangen zu schneiden und zu setzen. Weil sonst hätten wir das mit der relativ kurzen Postproduktionszeit auch nie geschafft. Weil der letzte Drehtag war am 21.08. diesen Jahres. Und tatsächlich habe ich den Film zum Converter, also zu unserem Dienstleister, der hier dieses DCP für unsere Kinovorführung erstellt hat, tatsächlich dann am 29.08. am 29.08. habe ich es dann schon rüberschicken können und sagen können, so, jetzt ist das euer Part, bereitet das für unsere Kinovorführung vor. Und auch dem Kino Leer müssen wir einen Riesendank aussprechen, weil ich machte mich auf die Suche nach einem Kino und natürlich war aufgrund der Gegebenheit, dass wir hier in Ostfriesland sind, Leer natürlich auch so die erste Anlaufstelle. Und ich habe den Kontakt per E-Mail zum Kino Leer hergestellt und Herr La Rocca rief mich relativ zeitnah an und sagte, ich bin großer Herr der Ringe-Fan. Was braucht ihr? Wie braucht ihr es? Und ich kann euch das zu diesem Preis anbieten. Und dieser Preis, muss ich ehrlich sagen, der ist unschlagbar. Da muss man seinen Hut vorziehen. Dafür möchten wir auch nochmal dem Kinocenter Leer und ganz besondere Herrn La Rocca auch nochmal danken, dass er dieses möglich macht. Und wo wir jetzt schon bei der Kinopremiere sind, die am 1.10.2023 um 10 Uhr im Kino Leer stattfindet, die findet ja zugunsten des Ammerland Hospizes statt. Jetzt fragen mich wieder viele Menschen, warum das Ammerland Hospiz? Zum einen ist es so, wir haben vom Team her eine enge Bindung zum Ammerland Hospiz. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen. Wenn wir die Möglichkeit haben und die Zeit haben, versuchen wir auf Veranstaltungen des Ammerland Hospiz zu gehen und dort die Veranstaltung zu filmen. Wir haben dieses Jahr auch schon eine Spende gemacht. Eine andere Art von Spende, keine Geldspende, sondern einen Imagefilm, den wir dem Ammerland Hospiz kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, warum machen wir das? Wir alle wissen, das Leben ist schön. Wir alle wissen allerdings auch, dass wir bei der Geburt einen Vertrag unterschrieben haben, dass wir irgendwann von dieser Erde gehen müssen. Was wir alle dabei immer nie bedenken, dass wir nicht wissen, wie das sein wird. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich möchte nur eins. Und das wollt ihr alle auch. Und diese Arbeit leistet das Ammerland Hospiz. Ihr möchtet euch in Würde aus diesem Leben verabschieden. Dieses einmal dazu. Ja, so. Das war jetzt mal kurz kleiner Anriss an ein ernsteres Thema. Das ist nicht ganz so fröhlich wie unser Film, aber es liegt uns allen am Herzen und es ist uns auch wichtig. Ich hoffe, ich kann euch alle möglichst vielzählig bei der Kinopremiere in Leer begrüßen. Wie gesagt, die findet am 1.10.2023 um 10 Uhr im Kino Leer statt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Horido.